Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video gibt es mal wieder ein kleines Rezept für euch. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr ein einfaches und natürliches Selleriesalz herstellen könnt. Dieses Rezept findet ihr auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Ich habe dieses Selleriesalz erst letztes Jahr kennengelernt durch eine liebe Freundin. Die hat mir dieses Rezept auch für mein E-Book zur Verfügung gestellt. Und meine liebe Freundin, die heißt Fanny, hat auch einen YouTube-Kanal Fit mit Fanny. Den verlinke ich euch oben in den Infokarten. Da geht es rund um Gesundheit und Bewegung. Für dieses Selleriesalz, der Name sagt es schon, benötigt ihr Sellerie. Ich verwende für dieses Rezept nur das Grün vom Knollensellerie. Ich habe auch schon einige Rezepte im Netz gefunden, da wird dann extra noch Salz hinzugefügt. Der Sellerie schmeckt ja schon von Natur aus sehr würzig und leicht salzig, weil er auch sehr natriumreich ist. Und für mich persönlich reicht dieses Selleriegrün, also dieses getrocknete Selleriegrün ohne Salz. Das ist das Grün vom Knollensellerie, 3 Stück. Das habe ich kürzlich über meine Biokiste bestellt. Und daraus werde ich Selleriesalz herstellen. Zuerst wasche ich das Grün und die Stangen gründlich mit Wasser. Und dann werden die Blätter und die Stangen fein und klein geschnitten. Das ist der erste Bund, fein und klein geschnitten, und mit den anderen beiden Bünden werde ich genauso verfahren. Hier in dieser Glasschüssel befindet sich jetzt das komplett klein geschnittene Selleriegrün. Und um daraus Selleriesalz herzustellen, benötigen wir ein Dürrgerät. Ich verwende schon seit einigen Jahren den RevoTry, ein kleines und elegantes Dürrgerät. Das habe ich auch schon in einigen Videos vorgestellt. Und der RevoTry hat 6 Dürrebenen, so 6 Dürrgitter, die seht ihr jetzt zum Beispiel hier. Und dazu gibt es auch 3 solcher Netzfolien. Und die sind natürlich sehr gut geeignet, um Gemüse zu dürren. Da kommt die Luft, die warme Luft, dann auch durch dieses Netz. Ich verteile jetzt das kleingeschnittene Selleriegrün hier auf diese Dürrebenen. Das ist Dürrebene Nummer 2, Dürrebene Nummer 3 und Dürrebene Nummer 4. Zum RevoTry gehören ja nur 3 Netzfolien, deswegen habe ich jetzt hier noch so eine ganz einfache Folie genommen, die ich zum Beispiel auch für flüssige Teige oder zum Beispiel für eine Fruchtledermasse nehme. Dafür verwende ich dann immer diese Dürrfolie. Die 4 Dürrebenen befinden sich jetzt im RevoTry. Ich schließe das Dürrgerät. Schalte das Dürrgerät an. Stelle beim Timer 2 Stunden ein und lasse jetzt das Selleriegrün 2 Stunden bei 50 Grad dürren. Vorerst. Anschließend werde ich die Temperatur auf 45 Grad senken. Die 2 Stunden sind herum. Ist schon ein kleines bisschen geschrumpft. Jetzt stelle ich das Dürrgerät auf 45 Grad erstmal noch für ca. 10 Stunden ein. Die 10 Stunden sind vorbei und ihr seht hier, das Selleriegrün ist schön trocken gedörrt. So sieht das Ganze dann fertig getrocknet aus. Alles in einen Hochleistungsmixer geben und die getrockneten Selleriestücke, Sellerieblätter pulverisieren. Fertig ist das Selleriesalz. Ihr seht, man bekommt es nicht wirklich alles 100% fein gemahlen. Da gibt es noch so kleine Stücke. Ein Teil ist pulverisiert, die Blätter und die Selleriestückchen, die getrockneten. Da seht ihr noch diese kleinen, groben Strukturen. Das Selleriesalz könnt ihr dann in ein Glas umfüllen, was sich auch gut verschließen lässt. Und dann habt ihr immer einen Vorrat an selbst hergestelltem Selleriesalz. Wir können nicht nur aus Selleriegrün ein fantastisches pflanzliches Pulver herstellen, sondern auch aus Paprika, aus Pilzen, aus Lauch, aus Knoblauch, aus Zwiebeln. Wir können sogar eine fantastische Gemüsebrühe herstellen. Alles ganz natürlich getrocknet. Wenn ihr euch für diese Rezepte interessiert, dann ist sicherlich mein E-Book Dürren
leicht gemacht etwas für euch. Darin sind nicht nur diese einfachen Rezepte enthalten, sondern auch ganz geniale Rohkostrezepte, wie zum Beispiel Pizza oder Gemüsespieße oder auch Weihnachtsbäckerei, also die Rohkost-Weihnachtsbäckerei. Ihr findet mein E-Book unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ich verlinke euch auch unsere beiden Dörrgeräte, eins von RevoTry und von Büso, das ist ein Dörrgerät aus Edelstahl, falls ihr auf der Suche nach einem Dörrgerät seid. Diese Dörrgeräte, also das RevoTry nutze ich schon seit ein paar Jahren und das Büso Dörrgerät seit circa einem Jahr, kann ich auf alle Fälle beide empfehlen. Dieses Selleriesalz könnt ihr ganz vielseitig in eurer gesunden Küche einsetzen, insofern ihr den Selleriegeschmack mögt. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Hinterlasst gerne ein Feedback unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.